Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu Simmerport mit Fabian LP. Und heute habe ich ein bisschen schlechtere Laune. Also eigentlich nicht wegen dem Aufnehmen, sondern wegen etwas anderem, aber dazu kommen wir gleich. Vielleicht fällt euch auf, dass hier die First Class Lounge fehlt und sich auch hier ein paar Dinge ein bisschen anders ansehen als nach der letzten Aufnahme. Und das liegt daran, dass sie ab dem 23. März eine Version hatten oder mehrere Versionen, die Savegame-Files zerstörte. Oder ja, wie soll man das sagen? Sie haben die Savegame-Files falsch gespeichert und dadurch können die in Zukunft, sagen sie, schlecht sein. Und deshalb musste ich etwa 5-6 Folgen nachspielen. Das war natürlich toll. Also ich durfte das Café nochmals bauen, den gesamten Eingang hier unten, zwei Landerweiterungen, also alle Gates hier. Ich habe jetzt auch schon mal die Bänke gesetzt, weil das wollte ich jetzt nicht mit euch machen. Das hier, sogar das Treibstoffdepot, sowie auch das Lager, das jetzt provisorisch mal hier wieder ist. Ja, alles was dazugehört, musste ich da machen, wie auch das Baggage-System. Ja, hat mich wieder mal ein bisschen Zeit gekostet. Und natürlich auch die Toiletten da. Die sind auch zu erwähnen, natürlich. So, eingezogen sind sie. Ja, sieht gut aus. So, das Ganze hat sich jetzt dadurch entwickelt, dass wir ein paar kleine Änderungen haben. Das hier konnte ich zum Glück von einem Thumbnail relativ originalgetreu abbilden. Sieht wieder fast genau gleich aus. Dass da auch der Abstand hier ist ein bisschen kleiner geworden. Denn hier, die Treppen habe ich diesmal beim Gebäude ausgemessen. Die sind jetzt fast perfekt mittig. Das Café ist auch fast gleich, da hatte ich auch ein Thumbnail davon. Fast ist hier so, also hier unten ging es ein bisschen weiter, hier oben auch. Zudem, der Gang hier ist auch ein bisschen anders. Die Treppen sind jetzt auch schön mittig ausgerichtet und oben habe ich jetzt mal rundherum Bänke gesetzt und noch nichts weiter gemacht. So, das ist eigentlich das, was so passiert ist da drin. Deshalb gab es auch kein Workshop-Update. Da wird es eins geben und dann funktioniert das Ganze wieder. Plus das hier durfte ich auch bauen, noch nachträglich. So, zudem, die Forschung hat eh nichts, müssen wir heute dann noch Flüge annehmen für morgen. Die sind natürlich auch weg. Ja, hat mich jetzt irgendwie, ja, eine Stunde locker gekostet. Es kam mir ehrlich gesagt vor wie eine Ewigkeit. Jetzt schaue ich auf die Uhr. Ja, ist erst 20 Uhr abends. Also für heute reicht die Folge natürlich nicht mehr. Aber allzu schlimm ist es jetzt auch nicht. Dann kommt ja halt heute keine Folge mehr. So. Denn ich hatte genau für heute natürlich keine Folge. Komme ich hier hin und dann sowas hier. Man kann auch Pech haben. Gut. Hier da wäre ein Abgang. Übrigens haben wir jetzt andere Übersetzungen noch. Das kam noch dazu. Released wurde das Ganze noch nicht. Wir haben jetzt hier die Rolltreppe nach unten und die Rolltreppe nach oben. Das ist übersetzt. Also alle neuen Treppe nach oben, Treppe nach unten. Alles übersetzt jetzt. Das ist schon mal da. Und es wird bald released. Wann, habe ich noch nicht gehört, aber sehr bald. Also wirklich sehr bald. Ich bin gespannt. So, jetzt stellen wir mal die Zeit ein bisschen hoch. Hier soll es jetzt noch zwei Toiletten geben und hier hinten dann Platz für die abgehenden Passagiere. Das wäre so das Ziel. Hier habe ich es auch markiert. So. Das kann auch gerade weg bei der Planung hier. Und dann bauen wir da wieder diesen Boden ein. Auch die Küche habe ich wieder in etwa rekonstruiert. Plötzlich konnte man keinen Kühlschrank mehr nach so vorne bauen. Hier ging es, weil den habe ich zuerst gesetzt. Hier drüben ging es nicht mehr. Wie immer, ihr kennt es ja. Teilweise geht es, teilweise nicht. Aber naja. So. Habe ich nicht hier die Wand rausgerissen jetzt gerade? So, auf jeden Fall die Planung hier sollte entfernbar sein. Die sollten hier genug zu tun haben. Hier hinten haben wir noch keinen Boden. Und oben habe ich jetzt mal den fortgesetzt. Jetzt sollte übrigens die Treppe nach unten funktionieren.
Ja, jetzt geht's auch. So. Dann können sie hier hinten laufen. Ist zwar ein weiter Weg, aber die wollen ja sowieso noch zu Toiletten und so gehen. Deshalb klappt das schon. Die hier natürlich nicht mehr so Platz haben. Also das Gebäude ist da relativ voll. Mehr oder weniger. Was wir jetzt auch brauchen, ist, weil hier geht es ja dann noch weiter nach unten. Das da unten. So, mit dem Trick. Ah ja, und eine Sache habe ich noch gemacht. Ich habe Glasscheiben verteilt hier. Das war vorher auch nicht. So. Vielleicht fallen mir noch mehr Dinge ein, die vorher nicht so waren, aber das sind mal die, die mir jetzt gerade so einfallen. So. Und es hat natürlich richtig gelaggt und ich habe den Kontostand ein bisschen... Ah, das ist wieder mal schlecht hier. Ich mache hier die Türe und hier draußen, glaube ich. Ist alles andere als optimal, aber irgendwie muss es funktionieren. Hier sieht es ganz anders aus. Hier habe ich schön Platz. Und zwei Springbrunnen gab es auch noch dazu. Leider nicht zentral hier und hier. Da wollte ich den Platz mal ein bisschen frei halten, aber mal so da hingestellt, zentral. So. Das habe ich auch noch nicht gemacht, fällt mir gerade ein. Dann machen wir das schnell, bevor es hier losgeht. Ich habe 20 Arbeiter eingestellt, wir haben 14 Plätze. Das sollte dann fürs Erste reichen. Aber weil ja am ersten Tag, dann in der Folge morgen, der große Ansturm kommen wird, müssen wir auch gerüstet sein. Also, ja, da wird dann hier richtig voll sein, nehme ich an. Gut, sollte alles angeschlossen sein. Da fehlt noch das, wie immer. So, ist es hier unten schon gebaut? Nicht. Aber bald. So. Jetzt haben wir hier... Komfort. Da. Toiletten. Ich mach die mal auf die Seite hier. Wir haben ja überall ein paar andere Versionen. Man kann da sogar aus dem Fenster schauen. Das ist ein neues Feature. Und dann da unten Urinale. Müssen sich die Frauen halt hier durchzwängen. Geht auch, oder? So. Ja, jetzt habe ich hier gerade eine blöde Entscheidung getroffen. Machen wir das mal so. Inklusive Mülleimer und... Da käme hier. Bleib hier mal beim selben. Ah, die, genau. Und die nebenan ist sogar noch breiter. Stimmt. Das habe ich noch vergessen zu sagen. Es ging nicht ganz auf. Wie es so ist bei mir, wie es immer nicht aufgeht, geht es auch hier nicht auf. Oder ging es hier nicht auf? So, dann diese Seite. Jetzt fällt mir ein, warum muss das frei sein hier? Macht keinen Sinn. So. Gut, dann das dahin. Das macht natürlich noch weniger Sinn. Ah, jetzt macht es wieder auf die richtige Seite. Teilweise ist es schon speziell. Einmal falsch und einmal richtig. Und der Sound ist sehr laut bei mir. Ah ja, und hier geht das Gebäude auf dieser Seite auch nicht auf. Ja, es hat alle spezielle Eigenschaften hier. Denn auf der Seite geht es locker auf und auf der anderen geht es auch nicht. Ja klar. Okay, die vorderen mache ich da weg. Und dann machen wir da je einen Mülleimer und die Pflanze und hoffen, dass die reicht. Die reicht eigentlich nicht. Da müsste noch mehr hin, eigentlich. So. Da ist noch nicht ganz fertig gebaut. Stellen wir die Zeit ein bisschen hoch.
Dann haben wir hier die Damentoilette. Die ist fertig. Super. Herrentoilette nicht fertig. Kommt der? Ja, der kommt. So, fertig. Da fehlt noch ein bisschen. Sie müssen eben immer hier hoch, dann wieder hier runter, dann da runter, unten durch und irgendwann kommen sie hier raus. Das ist halt ein langer Weg, den sie hier vor sich haben und dann immer wieder unten rein. Wir bräuchten hier mal ein bisschen Stuff Doors, das wäre wirklich ja, mal eine gute Investition. Die Frage ist halt nur, wie planen sie das Ganze? Dass es dann nicht überall uns den Platz wegnimmt. So. Herrentoilette. So. Und dann sollte das eigentlich soweit erledigt sein. Sieht gut aus. Jetzt müssten wir hier hinten nach unten. So und so. Dann kann hier eigentlich die ganze Planung weg. Dann gehen wir eins nach unten und ich setze hier die Mauer. Ich kann sogar hier die Mauer setzen. Und der Rest wird hier eingerissen. Den brauchen wir nicht. So, und jetzt ist die Frage, wie machen wir das Ganze? Am einfachsten wäre, wenn wir hier ankommen würden. Das wäre eigentlich so das Einfachste. Also gleich hier vorbei. Wir brauchen dafür 6 in der Breite. So. Also es geht hier dann so gesehen noch eins weiter runter. Das können wir ja gleich bauen wie hier. Da ist das ganze Kästchen 10x6. Und wenn es hier beginnt, 10x6, so. Und jetzt lasse ich sie, glaube ich, mal bauen. Ah ja, und ich habe noch Bauarbeiter eingestellt, sind 51 gerade. Aus dem Grund, weil ich da schon ein bisschen vorwärts machen wollte. Das war halt der Grund. Also, natürlich wäre es gegangen, aber ich wollte jetzt da nicht dann auch noch auf die warten. Die waren sonst schon genug langsam. Ja, und jetzt nehmen wir doch mal nochmals den gleichen Boden, wie schon immer, für das. Also hier ebenfalls, sollte eigentlich dann passen. Dann kommen die hier raus, können da nicht hoch, sowieso, weil das ist ja eine Einwegtreppe, kommen hier raus und sind dann genau an derselben Stelle wie hier. Da seht ihr auch, dass das Band fast nicht hinterherkommt bei so einem Ansturm. Da müsste man vielleicht mal noch ausbauen dann. So, gerade laggt es wieder ein bisschen. Und währenddessen sie bauen, ich stelle mal auf zweite Stufe, nehmen wir jetzt nochmals miteinander Flüge an. XL für die XL Gates. Und zwar jeglicher Art. Dann nehmen wir mal die Super Allianz. Also, ich kann je 3 Flüge annehmen. Pro Tageszeit. 3 am Morgen. 3 in der Nacht und einen am Nachmittag. Da haben wir schon fast alles. Fast alles mit der Super Allianz gefüllt. Hier einmal. Ah, jetzt können wir uns 100-mal den Sound anhören. Natürlich toll. Vor allem, wenn es so laggt, da kannst du das nicht machen. Alter. So. Hier kommt er hin. Den versetzen wir natürlich wieder taktisch ein bisschen nach hinten. Und dann ist es noch das letzte hier. Wenn ich es treffe, das hier. Und den versetze ich ganz nach vorne. So. Dann haben wir einen am Nachmittag. Den nehmen wir gleich hier. Und je 3 am Morgen.
den mache ich ganz früh. Also, oder ein bisschen früher, wenn man es so sieht. Und den mache ich dann ganz spät. Vielleicht so. Gut, zwei Nachmittagsflüge mit XL-Größe brauchen wir noch. Da hätten wir hier noch Nachmittag und Nachmittag. So, und ich kann euch versprechen, nur schon mit diesen Flügen ist die Bude voll. Also, da sehen wir dann, wo hier das Bottleneck ist, wenn man es so sagt. Ich denke, das Café hat vielleicht ein paar zu wenige Mitarbeiter, aber sonst ist es gut aufgestellt. Ich denke eher, dass das Bottleneck bei Ticketing oder sonst der Organisation, dass sie überhaupt den Weg finden. Vielleicht auch da. Ich nehme mal nicht mehr an. Was wir noch machen, wir nehmen die Flüge von A und B noch rüber. Das war nämlich schon vorher so. Nur hat es nicht geklappt. Sagen wir es mal so. Gut. Dahin. Und ein paar Nachtflüge. So. Dann fehlen eigentlich gar nicht mehr viele, weil A und B muss noch umgebaut werden. Und zwar müssen wir den ganzen Gang hier unten noch ein bisschen verschieben. Damit es da mit den Treibstoffleitungen passt. Wobei wir natürlich diese hier mal abreißen können. Sie müssen dann auf dieser Linie hier weiterführen. Wie hier hinten, da habe ich es schön ums Gebäude rumgeführt, dass wir jetzt auch den Platz haben. So, sie sind immer noch nicht fertig. Gerade machen sie Boden, wie es sich anhört. Ah ja, hier oben. Und hier. Ja, 50 Bauarbeiter, das ist schon eine Menge. Muss man echt mal sagen. Und unten fehlt hier auch noch Boden. So, dann hier soll natürlich die Wand gleich bleiben. Und das kann weg. Und hier habe ich es jetzt. Ich glaube, das ist falsch. Ne, das sind vier. Jetzt habe ich es tatsächlich hingekriegt, dass man es falsch macht. Schön. Ich wollte es natürlich schön hier auf die Linie haben. Dann machen wir es nochmals. Ich reiße das ein und wir bauen dann gleich eine neue Wand hin da. Oh ja, die kommen ja schon heute. Es geht schon bald los. So, und jetzt muss ich unter dem das noch bauen. Das ist jetzt ganz wichtig. Priorität erhöhen. Und sonst kommen die dann hier oben sind, gar nicht mehr weg. Also das sehen sie auch da. So. Ja, da kommen schon die ersten Leute. Zwei Flüge, drei. Einen, keinen. Drei, drei und drei. Ja, ich bin gespannt. So, und hier ist ja noch alles offen. Also eine neue Wand. Und ganz so weit nach hinten müssen wir gar nicht, wie ihr seht. Die Wand kann natürlich auch weg hier. Und da würden wir dann wieder die Moving Walkways machen, denn das ist ja eine rechte Distanz, die es da zu überwinden gibt. Oha, ja, da seht ihr es. Und dann noch die Bauarbeiter, die ja auch noch drauf müssen. Oh ja, eine Treppe reicht auf jeden Fall, wie ihr seht. Oh ja. Alles weitere dazu, da muss ich jetzt leider einen Cliffhanger machen, wie sich das Café da entwickelt, seht ihr dann bei der nächsten Folge, wenn hier der erste Flieger landet. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge. Habt einen schönen Tag, bis dahin und tschüss.